Da können wir uns natürlich auch gerne nochmal umgucken. Hier wird natürlich auch noch jede Menge Stuff liegen. Was haben wir denn hier? Columbia. Ah, das ist jede Menge Alk. Ja klar, den brauchen wir natürlich auch. Und Guzox. Oder Gozox. Keine Ahnung. Präzisionsgewehr. Nee, brauchen wir nicht. Hier sind natürlich auch noch jede Menge Bilder. Da ist die Uniform von unserem Comstocken. Da haben wir noch ein Boxophon. Der Prophet stirbt. Die Metastasen haben ihn schnell altern lassen. Warum verfällt dieser Comstock, während ein Comstock in einer anderen Welt gesund bleibt? Wenn unsere Gene Schicksal sind, wie kommt dieser Unterschied zustande? Vielleicht durch Kontakt mit der Vorrichtung? Das muss weiter erforscht werden. Sag mal. Okay, also Comstock hatte Krebs, so wie sich das jetzt gerade angehört hat. Oder ein Tumor oder sowas. Okay, also er war sowieso schon kurz vorm Ableben sozusagen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, ja? Also zumindest in dieser Welt. Das hat ja schon mal, gibt ja schon mal wieder Unterschiede. Es gibt diese Welt und es gibt andere Welten und naja. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, was passiert mit dem, der im Taufwasser zurückbleibt? Ist er einfach weg? Oder existiert er in einer anderen Welt mit all seinen Sünden? Tja. Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Aber vielleicht werden wir das ja noch herausfinden. Vielleicht sind wir ja gleich in einer anderen Welt, wo ein anderer Comstock dann irgendwie ist. Vielleicht ein besserer Comstock, ich weiß es nicht. Der Comstock hier in dieser Welt auf jeden Fall jetzt hat auf mich jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber gut. Käfig, was hat das? Ich hab Angst. Und jetzt? Ja, ich sag dir, was jetzt gleich passiert. Käfig, Jaula, Gabia, Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Booker! Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereit machen. Ich glaube, die wollen an Bord kommen. Prophet, du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Warum? Was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen? Elisabeth, hör auf! Es sind Musiknoten, Booker! Ein Lied! Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Los. Los. Los, los, los. Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Ja, mega. Raketen, da drüben. Aber wir müssen ihn auch beschützen, oder wie? Okay, okay, okay. Na, du alte Mistsau. Jetzt kommt's, Alter. Jetzt machen wir euch fertig. Du kannst jetzt Songbird-Befehle, feindliche Bedrohung und so. Ziel auf beliebiges Ziel. Was? Ziel auf ein beliebiges Ziel, markiertes Ziel und markiertes Ziel. Ziel auf ein beliebiges. Ah, okay. Markiertes Ziel. Und halte F gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine längere Abklingzeit. Okay. Ja, dann Booker, hier. Sag Songbird, wo er hin soll. Booker, da drüben, die Vox. Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Hey, Pisser. Was verkehrt bei euch, hä? Booker, Kampfschiffe! Ach ja, warte mal. Okay, der Songbird, wir können ihn also nur in gewisser Weise einsetzen. Wir müssen natürlich immer warten, bis die Abklingzeit vorbei ist. Was ist denn heute los? Der Junge hat schon wieder einen Penis im Maul, ey. Ach, brennet, ihr Ungläubigen! Ich bin's, der Prophet! So, komm her. Ja, Mann. Wo? Wo kommt das nächste Schiff hier? Das schneckigste Schiff, Le Marie Platt. Ach da. Hi. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay. Da kommt wieder ein Schiffchen. Der Transporter, Booker. Bam. Sehr nice. Okay.
Warte mal, da kommt ein Schiff. Kann ich nicht... Warte mal, kann ich nicht da drauf? Hallo? Sehr gut. Halt's Maul. Bah. Schön das Gehirn im Gesicht. Sehr gut. Warte mal. Okay, wir müssen den Songbird ein bisschen beschützen auf jeden Fall, weil da oben ist nämlich eine Lebensanzeige. Wo, war doch gerade noch einer, ich hab das doch gehört. Aha. Warte, danke. Okay, ich muss da mal eben nach oben. Jemandem eine... Jemandem eine Lektion erteilen. Warte mal. Schade, ich dachte, ich könnte... einmal um den rumstraben. Warte mal. Okay, das interessiert dich scheinbar relativ wenig, wa? Du Arschloch. Okay. Heute werden unsere Tränen zu und deine werden zu Blut. Was ist das? Ja. Kann ich? Ich muss da hoch, ne? Nee, muss ich gar nicht. Da den Zeppelin. Gönn dir. Hammer. Na komm. Hey. Ja, das ist gut. Danke. Sehr gut. Okay, warte. Sehr gut. Okay, ich muss hier mal ganz kurz looten. Warte mal. Okay. Wo sind die? Da. Moment noch. Zack. Da oben. Sorry, mehr habe ich nicht. Moin. Okay, boah, die war wichtig. So, der Songbird ist gleich bereit. Sehr gut. Hier ist noch ein bisschen Salze. Die nehmen wir mit. Ja, Mann. Munition, hier. Nice. Wow. Wo soll ich ihn hinschicken? Alter, auf den Zeppelin auf jeden Fall. Den Zeppelin, los! Da drüben kümmere ich mich drum. Alter, lass mich doch mal von dieser scheiß Ding runter. Mein Gott. Alter. Gibt's doch gar nicht. Alter, wir sind fast tot. Nein! Warte mal. Wir brauchen dringend Leben, Alter. Da vorne ist Medizinkiste. Wo ist die? Da hinten. Okay. Ja, moin. Oh, ich hab keine Muni mehr. Geil. Dafür das Ding habe ich auch fast keine Muni mehr. Alter, jetzt geht's rein. Warte mal. Wir brauchen Muni, Alter. Nützt nix. Gehen wir mal hier hoch. Okay. Oh, lass mich hier. Munition! Hier, das wird helfen. Sehr geil. Also. Ich kann Songbird rufen, Booker. Können wir den da vorne drauf? Wo ist denn diese scheiß Raketen? Warte mal. Da. Los, das Kampfschiff! Alter, wir sind fast tot schon wieder. Warte mal. Ich brauch erstmal wieder ein paar Medikits hier. Schon dabei. Die sind aber fast leer. Alter, der Songbird ist fast tot, Mann. Müssen wir hier auf dem Boden erstmal ein bisschen aufräumen. Ich hab doch nichts.
tot. Haben wir noch einen? Nein. Fuck. So, wo ist der scheiß Zeppelin? Da. Let's go. Ich hoffe, das war der letzte. Ja, Mann. Okay, wo ist hier unten noch Action? Da vorne. Nee, das ist gar nicht der Songbird, der hier Schaden kriegt, sondern das Schiff. Okay. Aber bleib doch mal stehen. Sehr gut. Nein. Keine Muni mehr, das gibt's nicht. Okay, warte mal. Schön im Anschlag halten und go. Boah, hast geschafft. Das war doch gar nicht so übel. Muss geflickt werden. Boah. Alter. Leck mir doch die Eier. Was ist hier denn jetzt los? Hi. Warte mal, wo ist denn der Bug? Vorne, oder? Vorne ist der Bug. Hinten ist das Heck. Auf jeden Fall, das weiß ich. Da muss vorne der Bug sein. Bug. Boogie boogie, boogie boogie, boogie boogie. Was? Keine Ahnung. Okay, können wir hier unten nochmal gucken? Warte, was ist denn hier? Oh, da hätten wir auch mal hingekonnt. Um uns heldenhaft zu verstecken. Vor dem Wetter. So, Booker, Elisabeth. Komm her. Ja, was, ich komm. Was ist? Alter, was? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Ja, Mann. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Ich weiß nur nicht. Ich weiß nur nicht, ob Booker die Wahrheit auch wissen will. Reiß alles nieder. Alter. Die Flöte. Elisabeth! Der Vogel, Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Wo ist er? Was? Wo ist er? Alter! Shh. Alter! Rapture! Shh. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut so. Nein. Gut. Elisabeth. Nein. Es tut mir leid. Nicht der Vogel. Was ist das hier? Elisabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Hier runter. Ich hab grad so ein Grinsen auf dem Gesicht, ne? Das ist... Oh Mann. Hierher, Booker. Ja, ich komm gleich. Warte mal, das ist doch einfach so ein tolles Gefühl. Ich liebe Rapture und jetzt... Ah, ich hab das... Ich weiß das gar nicht mehr von damals, dass ich das durchgezockt habe, dass man hier auch schon in Rapture ist. Oh Mann, ich liebe Rapture. Es ist so toll hier unten. Ah, Rapture. 5. November 1946. One Man's Vision. Mankind's Salvation. Oh, das ist so toll. Und hier oben kriegt man dann sein erstes Plasmid, hier oben kriegt man sein Electrobolt. Alter. Und dann fällt man hier hinten runter, so. Pff. Oh, ja. Liebe Entwickler bei 2K Marine, ich weiß, dass ihr die Bioshock-Lizenz wieder habt.
bitte, bitte, wenn ihr ein neues Bioshock macht, bitte führt uns wieder hier runter nach Rapture. Es ist einfach so toll hier unten. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht beschreiben. Es hat eine ganz eigene Atmosphäre hier unten. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Mann, 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 Mann. Das ist so schön. Ah, ist das toll. Attention, all Bathysphere travel is now denied. Bathysphere. Bathysphere? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist so toll hier unten. Hier sind wir richtig. Ja, ich weiß. Wieso? Was ist denn los, Elisabeth? Was meinst du damit, einen Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Ja, und da genau, und aus dieser Tauchkugel, in dieser Tauchkugel waren wir damals im ersten Bioshock, da standen wir drinnen und dann kam da der erste Slicer nach unten. Und hat da so mit seiner Dings so, ne? Und hat hier vorne den ersten ermordet. Oh, es ist so toll. Es ist so toll. Mann, ich will hier bleiben. Ach, Mann, schade. Ich wäre so gern da geblieben. Das werde ich vermutlich bereuen. Entschuldigung, dass ich da gerade so ein bisschen am Fanboyen bin, aber es ist einfach so schön da unten. Ich liebe Rapture. Ich liebe Rapture. Und guck dir jetzt... Oh, ja, geil. Nochmal eine Fahrt, bitte. Ja, Mann. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Ich krieg da ein Grinsen auf dem Gesicht nie weg. Das tut mir echt leid. Guck dir das an. Das sind doch so viele Häuser, wo man noch so viel erzählen könnte. Bitte. Ach, Quatsch. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alter. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott. Wunderschön. Was, die Sterne? Es ist hier lang. Komm! Wieso kennen die sich hier so gut aus? War die hier schon mal? Ich komme hier nicht weg. Ich schwebe schon wieder in Nostalgie. Es tut mir echt leid. Kriegst du sie aus? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Hä? Wo kommt der her? Er war schon immer da, ich konnte ihn nur nicht sehen. Hä? Alter, gar nicht. Auf zu lügen. Ich habe ein bisschen Angst, die Tür jetzt zu öffnen, aber wir tun's. Hä? Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach... Was? Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Mann, was ist das denn jetzt schon wieder für ein scary Shit hier? Das ist auch nicht wahr schon wieder, ey. Das ist doch verrückt. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Naja, theoretisch gesehen, wenn ich mich jetzt entscheide zwischen ich kaufe mir ein iPhone oder ich kaufe mir ein Samsung... Kaufe ich vielleicht in irgendeiner anderen Welt das entgegengesetzte Teil? Also sagen wir mal, ich kaufe mir ein iPhone, kaufe ich mir vielleicht in einer anderen Welt ein Samsung. Das Krasse ist ja, wenn ich... Das entscheidet ja im Grunde... Ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr plumpes Beispiel, aber theoretisch gesehen entscheidet das ja relativ weitrangig, jetzt sage ich mal, ne? Das entscheidet ja schon über die Zukunft, ja? Ne? Also jetzt mal so als Beispiel gesehen. Das ist schon krass.
Ist geil auf jeden Fall. Ist geil, aber es ist so verwirrend. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky, in the joyous days of childhood. Oft they told of wondrous love, pointed to the dying Savior. Now they dwell with him above. Tear it down. Tear it all down.